Letztes Mal haben wir einen Faktencheck zum Thema Milchvieh gemacht. Heute bin ich im Schweinestall und zwar machen wir heute einen kleinen Faktencheck zum Thema Schwein. Ich lese wieder jeweils eine Aussage vor und bestätige oder widerlege diese. Fangen wir doch erstmal mit dem ersten Vorurteil an. Bio-Schweine leben alle auf der Wiese. Nein, das stimmt so nicht. Also Bio-Schweine leben meistens im Strohstall, meistens in einem Offenstall. Auf der Wiese sind sie nur sehr selten anzutreffen, da es dann auch zu Interessekonflikten mit Umweltzielen käme. Denn Schweine wühlen ja sehr viele Stunden am Tag. Das ist somit ihr liebstes Hobby und würden den Boden extrem verdichten, extrem viel umwühlen. Dadurch würde durch den Kot auch wieder Nitrat in die tieferen Bodenschichten verlagert werden und später auch ins Grundwasser ausgewaschen werden. Und es sehr aufwendig wäre, diese für Trinkwasser zu reinigen. Wenn Schweine in seltenen Fällen auf der Wiese anzutreffen sind, dann meistens in Hobbyhaltung, seltener aber in landwirtschaftlicher, gewerblicher Haltung. Dabei gibt es aber sowohl Bio- als auch konventionelle Projekte. Jede Freilandhaltung unterliegt der Genehmigungspflicht des zuständigen Veterinäramtes, da eine hohe Gefahr besteht, dass Krankheitserregern von Wildschweinen durch zum Beispiel Vögel auf Hausschweine übertragen werden. Die Freilandhaltung wird außerdem üblicherweise auf Ackerland umgesetzt und ist damit auch in die Fruchtfolge integriert. Demnächst schaue ich mir einen Betrieb mit Freilandsauen für euch an.